Danke. Hi, ich bin Lena Lattwein, spiele für den VfL Wolfsburg und die deutsche Nationalmannschaft. And this is my road to Sydney. Ich habe im Alter von 8 Jahren im Verein angefangen. Mein bester Freund damals hat mich dann, ja, als ich 8 war, mit zum Vereinstraining genommen. Und so kam ich zum ersten Mal in eine richtige Mannschaft und bin dann da auch zum Glück hängen geblieben. Ja, der Frauenfußball hat sich gerade im vergangenen Jahr mit der EM enorm entwickelt. Die Sichtbarkeit ist extrem gestiegen. Das war wirklich sehr überraschend, als wir aus England zurückkamen und gemerkt haben, was hier im eigenen Land eigentlich gerade abgeht. Ja, wir haben es uns immer irgendwie gewünscht, dass uns mehr Interesse entgegengebracht wird, dass wir mehr Aufmerksamkeit haben. Von daher freuen wir uns sehr drüber. Es ist in gewissen Phasen natürlich auch anstrengend. Also gerade wenn große Spiele anstehen und man da im Fokus sein sollte, kann es auch mal ablenken, wenn Fans dich noch abfangen vorm Spiel, am Bus oder auch nach dem Spiel Autogramme oder Bilder wollen. Aber das gehört dazu und wie gesagt, wenn wir diese Aufmerksamkeit fordern und auch wollen, dann müssen wir den Fans auch irgendwie gerecht werden und da ein bisschen was zurückgeben. Ja, es macht extrem stolz zu sehen, wenn kleine Kids Trikots mit seinem Namen tragen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kenne es ja selber von mir früher. Das macht in gewisser Weise stolz, aber gleichzeitig macht es einem auch bewusst, welche Rolle man mittlerweile doch hat, welche Vorbildfunktionen man hat und dass man auch wirklich darauf achten soll, welche Werte man vertritt und wie man sich auch präsentiert in der Öffentlichkeit. Ja, ich hatte bei der EM im vergangenen Jahr eher so die Backup-Rolle, habe doch viele Spielzeiten bekommen, aber war selten von Anfang an auf dem Platz. Und ja, mein persönliches Ziel ist es, mich auf jeden Fall für die Startelf interessant zu machen und es der Trainerin möglichst schwer zu machen, da Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, gerade mit der EM und den großen Spielen, die auch mit dem VfL anstehen, ist das vor allem der mentale Bereich. Also das sind einfach K.O.-Spiele gegen Weltklasse-Mannschaften in großen Stadien vor enormen Zuschauerkulissen, die doch mit einer jungen Spielerin dann, wenn sie das Ganze das erste Mal erfährt, was machen. Das sind einfach enorme Eindrücke, die man so nicht kennt. Und wenn man es schon mal erlebt hat, wächst man mit diesen Erfahrungen und damit relativiert sich all das, was kommt. Man entwickelt so eine gewisse Ruhe und Selbstsicherheit. Ich glaube, für das gesamte Teamgefüge ist es von Vorteil, dass wir ja einen gewissen Wolfsburg-Block immer auf dem Platz haben, einen Bayern-Block auf dem Platz haben und dann kommen noch vereinzelte Spielerinnen aus Hoffenheim oder aus Frankfurt hinzu. Und da die einzelnen Blöcke an sich sich aus den Vereinen ja schon sehr gut kennen und da auch in gewisser Weise eingespielt sind, profitiert davon natürlich auch die gesamte Nationalmannschaft. Es sind einfach Automatismen da aus den Vereinen. Und das macht dann Spielzüge einfacher. Ja, neben dem Fußball, vor allem auch auf das Land an sich, ich war noch nie da, habe schon einiges gehört, habe auch schon einiges gelesen und ich glaube, es wird ein Riesenevent.